Muss Finnland sich neu erfinden? Mit der globaleren, komplexeren Welt setzen sich vor allem junge Schriftsteller auseinander. Auch im Medium Graphic Novel. In Unsichtbare Hände zeigt Ville Tietäväinen das Schicksal von illegalen Einwanderern. In Marokko und Spanien hat er recherchiert. Für die Helsingin Sanomat, die größte Tageszeitung Finnlands, schrieben ich und ein Kollege zwei große Artikel über die Situation von illegalen Einwanderern in Europa. Offensichtlich wusste in Finnland niemand etwas darüber. Viele Politiker, Journalisten und auch Mitglieder des Europäischen Parlaments kontaktierten mich und wollten mehr über die Zustände wissen. Sie waren fast ebenso geschockt wie wir, als wir beispielsweise im spanischen Almería waren. Bestürzende Realität. Abenteuer in fremden Welten. Oder Vorstellungen vom Paradies. Comics sind sehr beliebt in Finnland und immer mehr auch im Ausland. Wer übersetzt wird, kann einen Erfolg feiern. Rund 5 Millionen Finnen sind kein großer Markt. Buchpreisbindung gibt es nicht. Doch es werden viele staatliche und private Stipendien für Schriftsteller und auch für Comiczeichner vergeben. Mit ein Grund, dass die Comicwelt so vielfältig ist. Das besonders Gute daran, Comics in Finnland zu machen, ist, dass keiner erwartet, dass sie Bestseller werden. Wenn sie es sind, sind sie es. Aber wir haben das Gefühl von Freiheit, alles machen zu können, was wir wollen, auch inhaltlich. Eine Comicfamilie aus Finnland hat Kultstatus erreicht. Oh ja, sie sind sehr wichtig. Von hier aus ist es nur 1 Kilometer übers Wasser bis ins Muminland. Die Mumins. Millionen Menschen verfolgen die Abenteuer im Mumintal, lesen weltweit die Bücher und Comics der finnlandschwedischen Schriftstellerin und Malerin Tove Jansson. Ideenlieferant war die südfinnische Ostsee. Tove Jansson liebte die Inseln, so sehr, dass sie sich eine eigene kaufte. Fast 30 Sommer lebte sie hier auf Klorau. Besucher bekommen Besen in die Hand. Nicht für ein finnlandschwedisches Ritual, sondern um ziemlich aggressive, nistende Vögel abzuwehren. Die Natur, die Gewalt des Meeres so dicht vor sich zu haben, faszinierte Tove Jansson. Als Künstlerin war sie immer sehr besorgt, gut zu schreiben und technisch gut zu malen. Es ging immer um Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Wenn du also irgendwo bist, wo du loslassen musst, weil du nichts ausrichten kannst, erlebst du ein enormes Freiheitsgefühl und somit auch Freude. In diesem Jahr feiert Finnland Tove Janssons 100. Geburtstag, etwa mit einer Ausstellung im Ateneum-Museum in Helsinki. Sie wollte Malerin werden. Dass sie frei denken und bisexuell leben konnte, verdankte sie auch ihrer Künstlerfamilie. Politische Auseinandersetzung war immer wichtig für sie. In Satiremagazinen machte sie sich über Hitler lustig. She was so brave. Sie war so mutig, in vielen Dingen. Das ist erstaunlich. In ihrer sexuellen Haltung, in ihrer politischen Sichtweise. Sie war im besten Sinne eine politisch inkorrekte Person. Tove Jansson malte, illustrierte, schrieb, war vielseitig talentiert. Sie mochte Abenteuer und Abenteuerromane. Ihr Leben lang traf sie außergewöhnliche Entscheidungen. Tove und ihr Bruder, mein Vater,
haben nach dem Krieg beschlossen, dass sie emigrieren wollen. Nach Tonga, irgendwo im Pazifik. Und sie schrieben nach Tonga. Leider sagte die tongische Regierung, man könne momentan keine Einwanderer mehr akzeptieren. Zu meinem Glück, denn wären sie nach Tonga ausgewandert, gäbe es mich nicht. Glück auch für Finnland. Zu ihrem Mumin-Erfolg sagte Tove Jansson einmal, ich wollte immer schöne Bilder malen. Aber bis ich nicht die hässlichste Kreatur erschuf, die ich mir denken konnte, beachtete mich niemand. 86 Jahre alt wurde sie. Ihre Werke zählen zu den wichtigsten der finnischen Literatur.